Das mache ich nicht. Das hier ist die wohl jüngste Mitarbeiterin des Bundestages. Naja, nicht ganz. Die 8 Monate alte Süster begleitet ihre Mutter Güde Jensen durch den politischen Alltag. Und die ist in ihrer Doppelrolle ganz schön gefordert. Das, was man planen kann, das, glaube ich, kriegen wir ganz gut hin. Und sonst arbeite ich mich hier tatsächlich von Tag zu Tag vor. Mit Kind arbeiten ist in Corona-Zeiten oft nicht gerade einfach, auch nicht für eine Abgeordnete. Güde Jensen will beides schaffen, eine gute Mutter und Politikerin sein. Wenn ich jetzt kurzfristig eine Rede habe, die ja durchaus auch mal von Tag zu Tag sich verändern können oder nochmal ab- oder aufgesetzt werden, dann kam es auch schon vor, dass das Team hier im Büro sie mal um den Block geschoben hat. Nicht jeder findet es gut, dass das Kleinkind seit Woche 2 mit im Büro ist. Aber als Frau im Bundestag sieht sich Güde Jensen auch als Vorbild. Sie versucht zu zeigen, dass man Familie und Beruf unter einen Hut bekommen kann. Bei der Betreuung des Kindes hat sie mit ihrem Mann eine klare Vereinbarung getroffen. Der Deal ist schon, sich das zu teilen. Und das würde ich auch jeder Frau empfehlen, das einzufordern. Ist ja auch nicht mehr allzu lang. Wenn Corona nichts dagegen hat, geht's für die kleine Süster im August in die Kita.